Moin, sind's und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mal wieder alleine und ich teste heute Illuminator Spezial auf der Map Ski Britsche. Und ich würde gerne heute mal allein über ein Thema schwafeln, was ich auch hoffentlich gut auf die Reihe kriege. Und zwar Noten. Wie ist das denn so bei euch so? Ich bin ja eigentlich normalerweise der Niete in Mathe. Und trotzdem habe ich jetzt gleich mal meine erste gute Note geschrieben. Und ich war sehr überrascht, dass es sogar Sechsen gab. Von wem möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich muss mich einfach mal fragen, weil es gibt ja einige unter meinen Zuschauern, also ich meine, ungefähr 90% sehen das Video sowieso nur bis zu 2 Minuten und denkt sich dann, was für ein Kackspaß, erstmal abschalten oder sowas. Aber diese 10%, also diese 2 Zuschauer, die das Video sehen und dann vielleicht auch hoffentlich mal sich dazu herabfinden können, das Video zu kommentieren, würde mich mal interessieren, was für Noten habt ihr denn so bisher bekommen? Weil wie gesagt, ich habe jetzt erst seit ganz kurzem die Schule wieder und ja... Darth Tim ist ein Lappen, weil er nichts anderes kann außer nähen. Und da würde mich einfach mal, wie gesagt, interessieren, weil, wie gesagt, mit einer Note ist ja nicht so richtig getan. Und ich bin so inkompetent. Alter, bin ich inkompetent. Ach ja, ich hatte jetzt übrigens in letzter Zeit ja sehr oft Zombie. Vielen Dank, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Ich hätte jetzt auch gerne noch weiter Zombie gemacht. Aber da anscheinend so sehr oft Zombie nicht so sehr extrem gut anzukommen scheint, bin ich mal dafür, dass wir jetzt auch mal wieder ein anderes Format machen. So mal wieder so auf Skybridge einfach mal so zocken und sich von irgendwelchen Lappen killen lassen. Ist ja kein Ding. Und mein Ping ist gerade mal wieder gelb wie Pisse. Wunderbar. So, den haben wir jetzt aber gebrickt schon. Macht Clan 1, Raum 3. Ja, alles klar. Wenn der jetzt noch hier Deutsch könnte, bin ich zufrieden. Wunderbärchen. So, da hit wieder einer. Den holen wir nicht weg. Weil mein Aim gerade ungefähr so gut ist wie das von einer überreifen Tomate. Wobei, ich frage mich, ob ich eine Tomate überhaupt aimen kann. Bei ein paar gechillte Hardscopes, vielleicht treffe ich ja dann was. Eins und daneben. Und da kommt der Typ von der Seite und mein Team ist zu inkompetent zu bemerken, dass da jemand ist. Ich fasse es nicht. Wie inkompetent kann man sein? Ohne Witz. Mein lieber Bamble ist das, ja? Lieber Bamble, du bist dumm wie ein Stück Hundescheiße auf dem Gehweg. Dümmer noch. Also ja, für dich ist das Wort Hundescheiße noch mit einer Beleidigung, ey. Wie kann man nicht merken, dass der eigene Teampartner angegriffen wird und am Verrecken ist? Nein, da wird erstmal noch gerade ausgeschossen. Du low. Komm. Nein, ich wollte ihn jetzt trollen. Kann ich ihn jetzt trollen? Trollen? Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Aber mein Prämie ist da weg, aber ich habe getrollt und damit gleich einen Kill bei meiner täglichen Busy gemacht. Und das zweite, was ich noch ein bisschen ansprechen möchte, weil heute soll ja eine Aufnahme ein bisschen kürzer gehen, vielleicht zu nur 6 Minuten, 7 Minuten oder so. Ich habe ja jetzt vor kurzem bin ich herausgegangen und bin jetzt in Brick Thread gegangen. Und da habe ich ja, wie gesagt, irgendwie Rechte gebraucht. Die hat mir jetzt Ladies Kiss gegeben. Und ist halt das Problem, ich habe schon mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt. So zum Beispiel, ich bin Tom 1, der ja Ladies Kiss abgrundtief verabscheut. Und trotzdem, Ladies Kiss finde ich so nett einfach nur. Also dafür, dass sie 30 sein soll und kifft, merkt man das aber nicht so richtig an. Die hört sich eher an wie 16. Und in der besten Körbchenzeit ist die Zeit voll des Sterbens. Mama, ich will nicht nochmal sterben. Bamble, mach was draus. Ich lasse mich zu leicht killen. Verdammter Rotz. So, und da würde ich einfach mal sagen, ist das bei euch auch so, wenn euch jemand Schlechtes über jemanden erzählt, geht ihr dann auch von vornherein schon so negativ ran? Oder seid ihr da wirklich unparteiisch und denkt euch so, ja, also die, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt den Lügen glauben soll, aber ich würde es erstmal lassen. Weil ich war wirklich am vornherein beeinflusst, damit eher so eine Stimme gehört, so, ja, willst du jetzt Step haben oder was? Stattdessen habe ich eine ganz normale und schöne, harmonische Stimme gehört. Wo ich wirklich sagen muss, ich bin echt traurig, dass ich so eine Scheiße von Tom geglaubt habe. Natürlich ist halt die eine Sache, wie viel ist wahr davon, dass sie wirklich Mario gelöscht hat und Toms Leben ruiniert hat. Was mich mal wirklich interessieren würde. Und aber auf der anderen Seite ist, kann ich das nicht so zu, wie heißt das, assoziieren. Glaube ich zumindest. Hab ich auch damals übrigens was in Latein geschrieben und das hat total gestunken. Gestunken wie ein bisschen Hühnerscheiße, ey. Oh! Von wo? Von wo habe ich gerade so einen fetten Kuhfladen abgekriegt, ey? Von dem? Hä? LOL! Ich treff den doch! Mein Gott, ey! Ich fass es nicht. Und die Runde geht mir... GP Easy GE. Bin ich eingesniped. Habe ich die Schildkröte permanent und Big Bang. Endlich.
Ja, es ist schön, dass du die endlich permanent hast. Das finde ich wirklich schön für dich. Oh Mann, ich wünsche, ich könnte mal jetzt eine andere Waffe spielen, aber fürs LP muss man sich mal opfern und sich den ganzen Scheiß stehlen lassen. Ja, oh oh. Das sieht nicht so Premium aus. Nicht so Premium. Nein, ist das ist. Meine erste Runde. Das ist ja wunderschön, X-Gamer 225, dass das deine erste Runde ist. Aber ich würde mal sagen, wenn bei denen jetzt hoffentlich einmal kommt, ich will die wenigstens einmal killen, mein Lieber. Auch wenn ich jetzt der absolute Hardscoper bin und mir gerade alles ziehen lasse mal wieder. Ich bin gerade, ich snipe gerade wie so ein blutiger Anfänger. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, ich schieße und die schießt aber erst so nachträglich, wenn ich so drauf gedrückt habe. Das finde ich gerade nicht so sehr cool, weil irgendwie muss ich dann erst noch draufhalten, dann warten, bis die schießt und das ist gerade irgendwie ein vollkommen komisches Spielgefühl, was ich hier gerade habe. Das ist wirklich komisch zu verstehen, wenn man die Waffe nicht hat. Weil wie gesagt, ich hatte gerade dreimal irgendwie so dieses Gefühl, mit der Snake komme ich auf jeden Fall besser klar. Wie gesagt, Snake ist auch wie Harry Potters Nummer 1 Lehrer, ja, der war seine Nummer 1 auf der Hassliste und die Snake ist auch meine Lieblingswaffe. Snake und Snake, das klingt ja sehr ähnlich, müsst ihr wissen, das sind ja fast zwei und dieselben Wörter. Und ich fress gerade wieder bis zum geht nicht mehr. Komm, gib ihm! Eine mit! Nein! Nein! Ha! Ich bin brutal, yeah. So, die Runde geht mir noch zu lange, da mache ich jetzt den nochmal weg. Ich bleib noch bis 50 Kills drinne. Komm, gib ihm. Boah, ich habe so oft mit der Snake gezockt, dass ich instant nachladen muss. Ach ja, es gibt hier übrigens noch einen Nachladebug. Wenn ich jetzt schießen würde und jetzt nachladen würde und jetzt R drücken würde nach dem Nachladen sofort, könnte ich schon wieder schießen, während ich angescoped habe. Das ist übrigens nicht nachzuempfehlen, weil man dafür, soweit ich weiß, gebannt werden kann. Also, nicht zum Nachmachen empfohlen, liebe Kinder. Maxe999, das erinnert mich an Haxe99 und Haxe finde ich gar nicht mal so gut. Oh Gott, ich fange ja schon wieder an, über die sinnlosesten Sachen zu quatschen. Und ich habe auch gerade Schnupfen, wie die meisten wahrscheinlich zweifellos mitgekriegt haben sollten. Komm, den will ich. I want you to die in my arms. Stefan 851, Bock auf das die 2015. Lieber Stefan 851, wer bist du? Woher kenne ich dich? Sollte ich dich kennen? Und nein, ich habe nicht so Bock auf das die 851, scheiße. Auf das die 2015. Ich habe gerade eher daran, oder mir liegt eher gerade daran, das Let's Play zu werden mit einem gechillten Hardscope. Übrigens, der Johnny hat sich gerade eingeloggt. Ihr könnt ja mal alle schreiben. Hi Johnny, ich bin ein größer Fan. Oh Gott, mit dem Schnupfen geht gerade gar nicht, ey, das glaubt ihr nicht. Komm, ich snipper den jetzt mal weg hier mit einem gechillten Trickshot. Trick Brot. Ach ja, wenn ich hier gerade so Brot denke, Jana. Wir sind gerade so arm an Lebensmitteln ausgestattet, was Brot und Getränke betrifft, ja. Wir haben zurzeit ein einziges Brot zu Hause, das ist Steinern und von vor einer Woche. Und nein, wir sind nicht irgendwie arme Schlucker. Egal, wir machen jetzt nochmal einen mit der Pistel weg, du. Pass mal auf. Du Ronny, jetzt ist er weggetrollt. Hoffe ich zumindest. Habe ich den oder wurde der mir jetzt gerade gestealt? Nee, der wurde mir geklaut. Ja, aber dann würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns dann... Ich weiß gerade nicht, wie lange das LP war, das tut mir auch wirklich leid, dass ich es gerade nicht weiß. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten LP wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag, haut rein und tschüss. Ciao.